Zu guter Letzt der Sicherheitsgurt. Der Sicherheitsgurt, den kann ich an der B-Säule in der Höhe verstellen. So, dass der mir am Schluss da über Mitte Schulter, sprich etwa über Schlüsselbein läuft. Sicher nicht da, wo er mir das Schulterblatt verletzt und auch nicht an den Halsschlagadern entlang. Und wenn ich den Gurt anhabe, sollte er anziehen, sodass er möglichst eng am Körper anliegt. Aus dem Grund habe ich zum Beispiel jetzt auch bei kühlen Temperaturen trotzdem meine Jacken abgezogen, dass ich da nicht noch einen Haufen Stoffschichten dazwischen habe, die die Wirkung von meinem Gurt behindern.